Aber wir sind an der Filderklinik, einem Notfallkrankenhaus in Filderstadt. Wir hatten eine Brandmeldung bzw. eine Meldung über einen Rauchgeruch in einer Station. Wir haben dann erkundet und als Ursache wurde ein Kirschkernkissen in einer Mikrowelle festgestellt, der zu einer Geruchsbelästigung geführt hat. Es hat aber nicht gebrannt, es gab auch keine Verrauchung und damit auch keine Verletzten und Betroffenen. Die Feuerwehr Filderstadt war mit zwei Löschzügen und Sonderfahrzeugen vor Ort plus einem großen Rettungsdienst aufgerufen. Ja, der Vorgang ist völlig normal. Bei einer Notfallmeldung oder einem Notruf aus einer Station, also über Telefon, wird sich eine erhöhte Zahl an Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften alarmiert. Und da man ja von einem realen Ereignis ausgeht, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Meldung einer Brandmeldeanlage. Ja, ein großes Problem ist es nicht. Man muss halt relativ schnell erkunden und gucken, was wirklich als Lage vorherrscht. Gerade bei solchen Lagen wie jetzt mit einer Geruchsbelästigung ist es so, dass die meldende Station nicht immer gleich die auslösende Station ist und das muss man natürlich koordiniert bekommen und zusammenführen. Wenn es gebrannt hätte, gibt es Notfallkonzepte, wo dann zum Beispiel eine horizontale Evakuierung stattfindet. Das heißt, die Patienten aus der betroffenen Station werden in die parallel liegende Station verschoben. Das sind aber erprobte Konzepte und da würde im Brandfall auch von den Klinikkräften, von den Schwestern direkt etwas eingeleitet werden. Natürlich, wenn die Lage eskalieren sollte, könnte man natürlich die nächste Alarmstufe ziehen. Dafür sind wir vorbereitet, das ist aufgrund der Alarm- und Ausrufeordnung auch vorgeplant, aber das war bisher nicht erforderlich.